berufe nun auf den Tagesordnungspunkt 2 der Tagesordnung. Das ist der Gesetzentwurf der Fraktion der AfD, Gesetz zur vollständigen Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen für hessische kommunale Straßen. Er wird eingebracht von Herrn Abgeordneten Gagel. Nee, Garf. Ich bin, ja, wunderbar, Herr Garf. Entschuldigen Sie bitte, ich habe das genau. Von Herrn Abgeordneten Garf. Da war 2 und 3 verwechselt. Sie haben das Wort, Herr Garf. Bitte schön. Verehrter Herr Präsident, liebe Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Eigenheim ist für viele Bürger eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste Altersvorsorge und überdies ein Traum vieler Menschen in unserem Land. Damit dieser Traum aber nicht, wie schon in vielen Fällen geschehen, durch sehr hohe Straßenbaubeiträge zum Albtraum wird oder gar ein ewiger Traum bleibt, weil unsere Bürger neben zu hohen Bau- und Grundstückskosten auch noch hohe Straßenbaubeiträge fürchten, gehören die Straßenbaubeiträge abgeschafft. Besonders vor dem Hintergrund, dass die Grundstückseigentümer die Straße in ihrem Eigenheim schon einmal mit den Erschließungskosten finanziert haben. Alles zusammen führt dazu, dass wir in Europa bei der Eigentumsquote auf dem vorletzten Platz liegen. Somit gefährdet unter anderem auch die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen die Altersvorsorge und das Vermögen unserer Bürger. Eine Abschaffung der Straßenbaubeiträge für alle ist deshalb die logische Konsequenz und somit auch die Forderung der AfD. Um dies zu unterstreichen, haben wir neben der Unterstützung des SPD-Gesetzentwurfs nun eine eigene Gesetzesinitiative eingebracht. Denn die sogenannte neue Autonomie der Kommunen setzt die Entscheidungsträger von Städten und Gemeinden unnötig unter Druck. Diese Entscheidungsfreiheit der Kommunen wird für finanzschwache Kommunen nicht zu echter Entscheidungsfreiheit führen, da sie schlichtweg keinen finanziellen Spielraum haben und nur den reichen Kommunen nutzen, um somit noch attraktiver zu werden. Diese Ungerechtigkeit wird letztlich dazu führen, dass schwache Kommunen noch schwächer werden und zukünftig ein Teil der Bürgerinnen und Bürger von Straßenausbaubeiträgen befreit wird und ein anderer Teil keine Entlastung erfährt, wie es teilweise auch jetzt schon der Fall ist. Meine Damen und Herren, mit dem am 7. Juni 2018 in Kraft getretenen Gesetz zur Neuregelung der Erhebung von Straßenbaubeiträgen hat die Landesregierung den Städten und Gemeinden die Erhebung von Straßenbeiträgen freigestellt. Und damit haben sie eine Zweiklassengesellschaft geschaffen. Dies ist nicht nur ungerecht, sondern auch zutiefst unsozial. Um diese Zweiklassengesellschaft bei den Städten und Gemeinden zu verhindern und die eigenen Bürger an sich zu binden, werden vermutlich auch einige finanziell schwächere Kommunen gezwungen sein, von den Straßenbaubeiträgen abzusehen, um diese Kosten an anderer Stelle wieder reinzuholen. Denn die Erhebung von Straßenbaubeiträgen sind durchaus dazu geeignet, solche Bindungen letztendlich zu beenden oder erst gar nicht entstehen zu lassen. Wir sprechen uns deshalb auch ganz deutlich dafür aus, die Kosten der Straßeninstandhaltung dem Land Hessen zuzuordnen und dafür zu sorgen, dass die Menschen in strukturschwachen Gebieten, besonders in strukturschwachen Gebieten, nicht unnötig über Gebühr belastet werden. Der Bund der Steuerzahler stellt sogar fest, dass die Erhebung der Straßenbaubeiträge in einigen Fällen den Ertrag übersteigt oder zumindest in einem sehr schlechten Verhältnis steht. Es muss in der finanziellen Verantwortung des Landes Hessen liegen, unsere Straßen instand zu halten. Dieser Ansicht sind erfreulicherweise nahezu alle Oppositionsparteien. Und ich bedanke mich an dieser Stelle schon einmal für Ihre Unterstützung zu unserer Gesetzesinitiative. Die Regierungskoalition kommt aber trotz einer Vielzahl überzeugender Argumente leider immer noch zu dem Ergebnis, an ihrer falschen Entscheidung aus der letzten Legislaturperiode festzuhalten. Die Anhörung hat es auf den Punkt gebracht, eine große Mehrheit der Angehörten hat sich für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ausgesprochen.
Damit spüren Sie erfreulicherweise einen Teil des Drucks, den Sie zuvor an die Bürgermeister, insbesondere von finanzschwachen Kommunen, weitergegeben haben. Natürlich kommt man als Regierungskoalition nicht umher, auch mal unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Aber an dieser Stelle sollten Sie genauestens abwägen, ob Sie hier Ihre Haltung, ob Sie hier bei Ihrer Haltung bleiben und richtig liegen und bei Ihrer unpopulären sowie ungerechten Entscheidung bleiben wollen. Stehlen Sie sich nicht weiter aus der Verantwortung, lenken Sie ein, nehmen Sie den schwarzen Peter, den Sie den Städten und Gemeinden letztes Jahr zugeschoben haben, wieder zurück. Straßenbaubeiträge gehören komplett abgeschafft, wie es auch andere Oppositionsparteien in ihren Gesetzesentwürfen fordern. Wie bereits dargelegt, sprechen wir uns als AfD-Fraktion für die komplette Abschaffung der Straßenbaubeiträge aus. Allerdings wollen wir im Gegensatz zu den anderen Entwürfen die laufenden Straßenbeitragsgebührungsverfahren einstellen und die Betroffenen von der Zahlungspflicht befreien. Und so fordern wir daher auch die Rückzahlung bereits im Jahre 2019 geleisteter Zahlungen an die betroffenen Bürgerinnen und Bürger. Der Nachtragshaushalt weist Zinseinsparungen von rund 50 Millionen Euro aus. Diese Mittel können für die Rückzahlung in 2019 verwendet werden. Die rückwirkende Abschaffung der Straßenbaubeiträge zum 1. Januar 2019 führt unter anderem dazu, dass einige Entscheidungsträger nicht in Handlungshektik verfallen und noch vor Inkrafttreten Gebühren erheben. Abschließend bleibt mir nur noch zu erwähnen, dass man in Hamburg, Berlin, Bayern, Baden-Württemberg sowie Bremen die Ablehnung der Bevölkerung bereits aufgegriffen hat und dort keine Straßenbaubeiträge mehr erhoben werden. Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen beraten bereits über eine Abschaffung. In Brandenburg konnten die Beiträge bereits per Gesetz rückwirkend zum 01.01.2019 umgesetzt werden. Wir sollten in Hessen dem guten Beispiel der anderen Bundesländer folgen und die Straßenbaubeiträge abschaffen. Schließlich wollen wir doch alle Gerechtigkeit zwischen den Kommunen und den Bürgern entlasten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zustimmung zu unserem Gesetzentwurf. Vielen Dank, Herr Kollege Graf. Nächster Redner ist der Kollege Jörg-Uwe Hahn für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Ich mache das jetzt einmal sehr kurz, Herr Kollege Gab. Sie kommen einfach zu spät. Sie kommen einfach bei diesem Thema zu spät. Jetzt können Sie nichts dazu, dass Sie in der letzten Legislaturperiode nicht Mitglied des Hauses waren. Das ist halt so. Aber Sie sind es jetzt immerhin schon seit dem 18. Januar dieses Jahres. Und da haben Sie ja mitbekommen, dass wir uns in diesem Hause in dieser Legislaturperiode, der 20. schon wieder mit mehreren Gesetzentwürfen und Anträgen beschäftigt haben. Und da haben Sie schlicht und ergreifend die Mitarbeit verweigert. Sie haben die Mitarbeit einfach verweigert. Also ich habe keinerlei irgendwelche Aktivitäten von Ihnen erkannt, obwohl ich bei der Anhörung da war, obwohl ich im Innenausschuss da war. Einmal war ich nicht da, da habe ich das Protokoll aber nachgelesen. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen von der AfD, Sie können ja so Politik machen, wenn Sie es für richtig halten. Aber dass Sie uns jetzt vor der dritten Lesung von Gesetzentwürfen, vor der Abstimmung über eine Beschlussempfehlung noch einmal mit der alten Brühe wiederkommen, das ist einfach unkollegial. Ich finde, das macht man einfach nicht. Das ist einfach unkollegial. Sie stehlen uns ein bisschen die Zeit, Sie stehlen sich selber auch die Zeit, und ich kann Ihnen versichern,
es wird in der politischen Diskussion nichts bringen. Diejenigen, die das Thema einmal versucht haben, vor der letzten Wahl aufzublasen, waren die Freien Wähler. Ich gebe zu, dass es meine Partei und auch die Regierungskoalition dazu mitbewogen hat, noch einmal ein Gesetz hier einzubringen, in dem aus der Pflichtlösung wieder eine Kannlösung gemacht worden ist. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, und damit will ich auch die Position der FDP in zwei Sätzen umschreiben, natürlich gibt es die kommunale Selbstverwaltung. Und zur kommunalen Selbstverwaltung gehört natürlich auch die kommunale Straße. Natürlich gehört aber auch dazu, dass der Staat, das Land Hessen, die Kommunen ausreichend mit Geld ausstattet. Deshalb warten wir darauf, was für eine Vorlage der Finanzminister, der leider nicht da ist, sondern sich lieber um andere Dinge kümmert, dass er sich. Bitte? Ja, er ist ab. Herr Bauer, das wollte ich Ihnen schon immer mal sagen. Er ist Mitglied des Hessischen Landtages. Und es gibt keine vornehmste Pflicht, als das Mitglied des Hessischen Landtages im Hessischen Landtag zu sein und nicht irgendwo anders. Hast du das gesagt? Also irgendwann ist das Spiel auch mal zu Ende. Ich selbst weiß, wovon ich rede. Ich stand nämlich einmal vor der Frage als Mitglied der Landesregierung, ob ich mein Mandat niederlege, weil es schwierig wurde, alles unter einen Hut zu bringen. Aber zu sagen, ich bin MDL und auf der anderen Seite mache ich aber nur Staatsministerarbeit, so ist mein Verständnis der Gewaltenteilung von erster und zweiter Gewalt nicht. Die Kommunen sollen richtig ausgestattet sein. Das war mein Ansatzpunkt. Dann wurde gesagt, er geht seiner Arbeit nach. Vielleicht hat er ja schon den neuen Bedarf errechnet. Denn der neue Bedarf muss natürlich höher sein als bei dem ersten KFA neu, weil es damals noch gar keinen Straßenausbaubeiträge im KFA geben konnte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, weil wir das Dilemma der Kommunen sehen, haben wir etwas vorgeschlagen, und Kollege Müller hat das ja in der letzten Plenarrunde hier auch deutlich Ihnen gesagt und ins Protokoll diktiert. Wir wollen als Zwischenlösung die finanziellen Probleme, die die Kommunen haben, mit einer Erhöhung von jeweils 18 auf 78 Millionen € bei dem Thema laufende Zuweisungen für Straßen in kommunaler Trägerschaft haben. Das ist unser Antrag. Stimmen Sie dem zu, und das Problem vor Ort ist gelöst. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Hahn. Nächster Redner für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN ist der Kollege Markus Hofmann. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Seit 2018 haben wir ein Gesetz, welches es den Kommunen erlaubt, ihre Straßensanierung so zu finanzieren, wie sie es für richtig empfinden und so, wie sie es können. Einmalzahlung, wiederkehrende Beiträge, es gibt weitere kreative Verfahren, Absenken der Beitragssätze in Kombination mit Grundsteuern oder Ähnlichem oder eben auch ganz abzuschaffen. Das haben über 100 Kommunen schon gemacht, und es ist den Kommunen selbst überlassen, wie sie das tun. Wir haben die Zahlungsmodalitäten bei Einmalbeiträgen mit einer Stundungsmöglichkeit von 20 Jahren deutlich entspannt. Ebenso gibt es Unterstützung bei den wiederkehrenden Beiträgen für die Kommunen. Und darüber gibt es tatsächlich unterschiedliche Auffassungen. Darüber haben wir auch diskutiert, monatelang in Ausschüssen zum Beispiel. Wobei ich da von Ihnen, das haben wir jetzt auch schon von anderen Kollegen gehört, nichts gesehen habe. Und wir entscheiden am Donnerstag über zwei Anträge zweier demokratischen Parteien nach Ausschusssitzung, nach Anhörung, nach drei Lesungen. Sie hätten sich inhaltlich beteiligen können. Sie haben es nicht getan. Ich habe nichts von Ihnen gehört. Erzählen Sie denn so etwas? Und dass Sie jetzt das Fass wieder öffnen wollen, das ist wirklich arg durchsichtig, populistisch. Und ich hoffe, es wird keiner darauf reinfallen. Danke. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner ist der Abg. Schaus für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben uns jetzt insgesamt achtmal in diesem
in diesem Haus in den letzten zwei Jahren mit dem Thema Straßenbaubeiträge beschäftigt. Da die AfD dem letzten Landtag noch nicht angehörte, ich wünschte, sie würden diesem auch nicht angehören, aber das ist ein anderes Thema, will ich Ihnen zur Kenntnis mitteilen. Die FDP hat am 17. Januar 2018 einen Gesetzentwurf eingebracht. Dieser sollte die Sollbestimmung in eine Kannbestimmung verändern. Wir haben am 23.01.2018 einen Gesetzentwurf eingebracht zur kompletten Abschaffung der Straßenbaubeiträge. Die erste Lesung dazu war am 30. Januar 2018, die zweite Lesung am 24. Mai 2018, die dritte Lesung am 21. Juni 2018. Der Innenausschuss hat sich dreimal mit dem Thema beschäftigt in der vergangenen Legislaturperiode. Und es gab eine sehr umfangreiche Anhörung am 12. April 2018 hier im Saal. Ich glaube, die hat fünf Stunden etwa gedauert. So. Die SPD hat darüber hinaus am 23. Mai 2018 einen eigenen Gesetzentwurf zur Abschaffung eingebracht und nochmals am 12.09.2018 auch erneut den Gesetzentwurf in erster Lesung ist er auch beraten worden. So, in dieser Legislaturperiode haben wir und die SPD bereits zu Beginn der Legislaturperiode Gesetzentwürfe eingebracht, die jetzt am Donnerstag in dritter Lesung beraten werden. Die erste Lesung war am 5. Februar 2019, die zweite Lesung war am 5.9.2019. Der Innenausschuss hat sich dreimal in dieser Legislaturperiode mit dem Thema beschäftigt. Und es gab eine Anhörung mit viel Beteiligung sozusagen von Betroffenen am 9. Mai 2019, auch hier im Plenarsaal. Mit anderen Worten, wir haben das rauf und runter breit diskutiert. Ich bedauere es nach wie vor, dass die Regierungskoalition in dieser Frage sich nicht bewegt und weiterhin so hartleibig ist. Sei es drum, aber Sie hätten die Möglichkeit gehabt, Ihre Aspekte sowohl in die Anhörung einzubringen. Ich glaube, da habe ich gar keinen einzigen Beitrag von Ihren Abgeordneten gehört. Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern bei dieser umfangreichen Anhörung. Sie hätten die Möglichkeit gehabt, einen Änderungsantrag zu Gesetzentwürfen zu stellen. Da brauchen Sie keinen eigenen Gesetzentwurf hier. Insofern kann ich das nur als Trittbrettfahrerei bezeichnen, Populismus sozusagen nach draußen. Das brauchen wir nicht. Und insofern ist Ihr Gesetzentwurf vollkommen überflüssig. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schaus. Nächster Redner für die Fraktion der Christdemokraten ist der Abg. Alexander Bauer. Sehr verehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat ist der Gesetzentwurf der AfD überflüssig. Wir brauchen ihn nicht, denn wir haben in Hessen bereits eine gesetzliche Regelung, die es ermöglicht, dass Straßenausbaubeiträge abgeschafft werden können. Meine Damen und Herren. Über 100 Kommunen haben vor Ort bereits entschieden, dass sie die grundhafte Erneuerung ihrer eigenen Straßen nicht mehr über Beiträge finanzieren. Und somit zahlen bereits heute über 3 Millionen Bürgerinnen und Bürger, die in diesen Städten und Gemeinden leben, keine Straßenausbaubeiträge mehr. Und wir wollen, dass durchaus noch mehr Städte und Gemeinden dazukommen und sich entscheiden, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Wir haben dafür den Weg geebnet, meine Damen und Herren. Diese Landesregierung hat in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Maßnahmen dazu beigetragen, dass mittlerweile mehr als 97% der Städte und Gemeinden wieder ausgeglichene Kommunalhaushalte vorweisen können. Die finanzielle Genesung der kommunalen Ebene ist doch allerorts spürbar. Vor einem Jahr hat die Hessenkasse in einer ersten Tranche kommunale Kassenkredite übernommen. Bis zum Ende des Jahres 2018 wurden beinahe 5 Milliarden Euro an Kassenkrediten abgelöst. 179 Kommunen haben durch dieses bundesweit einmalige Kommunalentschuldungsprogramm profitiert. Und die Entwicklung zur Stärkung der Kommunen wird sich auch künftig mit dem Programm Starke Heimat Hessen fortsetzen. 400 Millionen € der ehemals erhöhten Gewerbesteuerumlage kommen ab 2020 komplett den Kommunen bzw. Zwecken, die den Kommunen lebenden Bürgerinnen und Bürgern leben, dort zugute. Das heißt, 80% der Kommunen erhalten mehr, aber jedenfalls nicht weniger Geld als bei einem Auslaufen der Umlage ohne gesetzliche Regelung. Und von dieser Regelung, meine Damen und Herren,
Von dieser Regelung profitieren gerade die gewerbesteuerschwachen Kommunen im ländlichen Raum. In der Praxis stehen die zu erwartenden Geldmittel den Kommunen auch größtenteils zur freien Verfügung. Sie können demnach auch zur Finanzierung der kommunalen Infrastruktur verwendet werden. 100 Millionen € der nicht mehr erhobenen Umlage verbleiben direkt bei den Kommunen vor Ort. 100 Millionen € fließen in den KFA, und davon profitieren die eher gewerbesteuerschwachen Kommunen. Auch diese Mittel stehen zur freien Verfügung. Und auch mit den 120 Millionen € für eine Erhöhung der Pauschale für die Kinderbetreuung werden die Kommunalhaushalte in dem Bereich der Kinderbetreuung entlastet, und die Kommunen sparen Geld ein, das sie dann wiederum für andere Zwecke verwenden können. Demnach stehen den Kommunen gut 300 Millionen € zur freien Verfügung. Meine Damen und Herren, das ist eine gute Nachricht für die entsprechenden Kommunen vor Ort. Und Sie wissen am besten, was Sie mit diesem Geld auch anfangen können. Meine Damen und Herren. Und vor diesem skizzierten Hintergrund, vor dieser verbesserten Ausgangslage, können die Kommunen durchaus selbst entscheiden, ob und in welcher Art und Weise sie Straßenausbaubeiträge erheben wollen. Und dass diese Wahlfreiheit auch genutzt wird, meine Damen und Herren, belegt doch schon allein die Tatsache, dass zahlreiche Kommunen ihre Satzungen bereits verändert haben. Ich erinnere daran, über 100 Kommunen haben die Straßenausbaubeiträge bereits abgeschafft. 42 Kommunen haben auf wiederkehrende Straßenausbaubeiträge umgestellt oder diese neu eingeführt. Meine Damen und Herren, ich weiß sehr wohl, dass es richtig ist, dass nicht nur die Eigentümer der Grundstücke die Benutzer der jeweiligen Straßen sind. Und darauf reagiert ja auch gerade das Beitragsrecht, dass der Eigentümeranteil in Relation zur Inanspruchnahme durch die Allgemeinheit steht. Was wir vor Ort noch besser kommunizieren müssen, ist, dass der Eigenanteil einer Gemeinde in dem Kommunalen Abgabegesetz als Mindestanteil geregelt ist. Demnach bleiben bei der Bemessung des Beitrags mindestens 25% des Aufwands außer Ansatz, wenn die Einrichtung dem Anliegerverkehr dient, mindestens 50%, wenn die Straße dem innerörtlichen Durchgangsverkehr dient und mindestens 75%, wenn die Straße überwiegend dem überörtlichen Durchgangsverkehr dient. Und aus den neuen gesetzlichen Möglichkeiten des vollständigen Beitragsverzichts lässt sich dann auch ableiten, dass auch ein teilweiser Beitragsverzicht, also eine Mischfinanzierung von Beiträgen und Haushaltsmitteln, durchaus zulässig ist. Und demnach steht einer Aufstockung des sogenannten Mindestanteils der Gemeinde nichts entgegen, meine Damen und Herren. Deshalb können die Gemeinden jetzt schon in ihrem Satzungsrecht durchaus eine bürgerfreundlichere Regelung finden, z.B. eine Aufteilung in 30, 60 oder 90% kommunaler Anteile. Und dafür kann man das mehr an Geld in der Kasse durchaus auch verwenden, meine Damen und Herren. Und ich weiß auch im Namen meiner Fraktion, dass natürlich niemand gerne Beiträge oder Steuern zahlt. Und dass es bei Einmalbelastungen auch zu hohen Beiträgen bescheiden kommt für Einzelne, ist uns nicht verborgen geblieben. Und deshalb haben wir ganz bewusst auch das Straßenbeitragsrecht im Jahr 2013 verändert und die Ermöglichung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen eingeführt. Und ich bin nach wie vor der Überzeugung und der Auffassung, dass dies eine gute Alternative ist. Eine gute Alternative, um Grundstücksbesitzer vor hohen Einmalzahlungen zu schützen. Das sah damals übrigens auch die SPD so. Eine solidarische Beitragsfinanzierung war das damals noch. Und diese Beitragsvariante ermöglicht in der Tat eine faire Verteilung der Abgabenlast auf viele Schultern und auf viele Jahre. Und zur Erleichterung haben wir die Definition der Abrechnungsbezirke vereinfacht. Außerdem haben die Kommunen, die von einmaligen auf wiederkehrende Straßenbeiträge wechseln, eine pauschale Aufwandsentschädigung von 20.000 € pro Abrechnungsgebiet in Aussicht gestellt bekommen. Und ein wesentlicher Vorteil, ich erwähne es immer wieder gerne, ein wesentlicher Vorteil von wiederkehrenden Straßenbeiträgen ist, dass diejenigen, die bisher Beiträge gezahlt haben, bis zu 20 Jahre von weiteren Zahlungen verschont werden können und somit einer Mehrfachbelastung entgehen, meine Damen und Herren. Werte Kolleginnen, werte Kollegen, natürlich kann ich nachvollziehen, dass die Forderung nach einer Abschaffung sehr populär ist, wenn ein Dritter für die Kosten des kommunalen Eigentums aufkommt. Es ist ebenso selbstverständlich ist die Tatsache, dass alle politischen Ebenen ihre politischen Projekte natürlich mit Steuergeld finanzieren. Und insofern sind die in den Gesetzentwürfen geforderten Kompensationsmittel, die Landesmittel, schlicht auch Steuergelder. Und bekanntlich kann der Steuereuro nur ein einziges Mal ausgegeben werden. Und es ist deshalb aus meiner Sicht unredlich, den Bürgerinnen und Bürgern etwas anderes zu vermitteln. Am Ende zahlt es der Bürger doch, meine Damen und Herren. Und deshalb, aus den genannten Gründen,
lehnen wir den Gesetzentwurf ab. Wir haben in Hessen eine gesetzliche Lösung, die es den Zuständigen vor Ort ermöglicht, auf vielfältigen Wegen bei der Finanzierung und Erneuerung der Gemeindestraßen tätig zu werden. Demnach können jetzt schon, meine Damen und Herren, Straßenausbaubeiträge abgeschafft werden. 100 Kommunen haben in Hessen das bereits vorgemacht. Weitere Kommunen werden folgen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Danke schön, Kollege Bauer. Nächster Redner ist für die Fraktion der Sozialdemokraten der Kollege Günther Rudolph. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Frei nach Gorbatschow, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Da haben die Kollegen alles Richtige zugesagt. Hier in dem Plenarsaal eine sechsstündige Anhörung mit über 50 Anzuhörenden. 99,8 % haben gesagt, Straßenausbaubeiträge sind ungerecht. Sie belasten die Bürger in einer Art und Weise, die nicht akzeptabel, nicht zumutbar ist. Sie gehören abgeschafft. Das war das Ergebnis der Anhörung. Wir haben über 70 Bürgerinitiativen in Hessen, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen. Und die Proteste, ey, die sind da. Die ebben auch nicht ab, Herr Kollege Bauer. Ich meine, ich bin ja mittlerweile fassungslos bei Ihnen. Sie haben immer die gleiche Platte, dass Sie sagen, das Gesetz ist so toll. Wenn das so toll wäre, gäbe es keine Proteste vor Ort. Und in Richtung Grüne. Und Herr Kollege Kaufmann, weil Sie dazwischenrufen, so ein Blödsinn, ja, dann nehmen Sie die kommunale Welt und das, was die Bürgerinnen und Bürger betrifft, nicht mehr wahr. Für die sind Tausende von Euro eine Belastung, und manche fragen sich, wie kann ich das bezahlen. Wer das ignoriert, der nimmt die Realität in diesem Land nicht mehr wahr, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und CDU und GRÜNE sagen ja, das sind kommunale Straßen, dafür sind die Kommunen zuständig. Das hat übrigens von dieser Seite oder die Oppositionsseite nie bestritten. Was machen Sie eigentlich bei dem starken Heimatprogramm? Von diesen 400 Millionen € geben Sie 100 Millionen € den Kommunen zurück zur freien Verfügung. Das ist übrigens, die gesamten 400 Millionen € sind kommunales Geld, was eigentlich den Kommunen ab 01.01.2020 zur Verfügung steht. 400 Millionen € gehören den Kommunen. Und dann kommen die Oberschlauen von Schwarz und Grün daher und sagen, wir wissen viel besser, was die Kommunen mit den restlichen 300 Millionen € machen können. Und für die Aufgaben der Kinderbetreuung, meine Damen und Herren, sind doch die Kommunen auch zuständig. Eben haben Sie gesagt, kommunale Straßen, kommunale Verantwortung. Und Sie sagen, Geld der Kommunen legen wir fest für kommunale Zwecke. Da ist Ende Gelände mit kommunaler Selbstverwaltung. Und das ist pure Heuchelei, was Sie an dem Thema machen. Pure Heuchelei. Gerade mal so, wie es passt. Und dann kommen ja so Argumente, rechtlich sei das gar nicht möglich, Straßenbeiträge abzuschaffen. In den meisten Bundesländern ist der Prozess in Gange. Da werden Straßenbeiträge abgeschafft. Wie ist denn das in Rheinland-Pfalz? Da haben wir eine äußerst erfolgreiche Ministerpräsidentin zunächst einmal. Das wollen wir mal festhalten, damit wir das nicht vergessen. Jetzt mache ich es mir mal ganz einfach. Herr Frömmrich, jetzt mache ich es mir mal ganz einfach, so wie Sie das machen. Wenn man Koalitionen bilden muss, gibt es gute Kompromisse. Die finden immer die GRÜNEN. Und wenn schlechte Kompromisse sind, ist immer die SPD schuld. Und deswegen reden wir nicht. Sehen Sie? Ja, das ist Ihre Diktion. Das ist Ihre Diktion. Und wenn die FDP wie in Rheinland-Pfalz dabei ist. Aber wissen Sie, Herr Frömmrich, das ist mir mal gerade egal, was Sie in Rheinland-Pfalz beschließen. Wir sind der Hessische Landtag. Wir sind für hessische Bürgerinnen und Bürger zuständig. So einfach ist die Welt. So einfach ist die Welt. Und was mich ja und was uns ja schon stark verwundert, dass die CDU gar nicht wahrnimmt, und es gibt CDU-Bürgermeister, der Mann von Frau Puttrich aus Nidda sagt, Straßenausbaubeiträge gehören abgeschafft. Da kann man sich ja beim Frühstückstisch mal austauschen, und die Frau Puttrich kann es mal mitnehmen nach Wiesbaden. Ne? Straßenbeiträge gehören abgeschafft. Und die GRÜNEN interessiert das Thema nicht, weil das ein Thema ist, was die Menschen im ländlichen Raum bewegt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und weil hier auch heute Bürgerinnen und Bürger da sind, wir reden um Belastungen der Bürger von einigen 10.000 €. Das ist mal nicht Pillepalle.
Das sagen zwar Grüne, was sind 10.000 €? Lebt man schon in einer anderen Welt der Vermögenswerte? Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, das war hier. In der sechsstündigen Anhörung haben die Grünen es fertiggebracht, nicht eine einzige Frage mal anzuhören zu stellen. So viel, wir sind bei dem Thema interessiert. Nicht eine einzige Frage in sechs Stunden. Und deswegen, meine Damen und Herren, reden wir über das Thema Straßenausbaubeiträge. Die, die zu spät kommen, müssen das mit sich selber ausmachen. Das ist nicht unser Ansatz. Es gibt zwei Gesetzentwürfe am Donnerstag. Wir freuen uns auch, dass die FDP einen Veränderungsprozess gemacht hat. Im Kern sagt auch die FDP, 60 Millionen € wollen wir den Kommunen zur Verfügung stellen. Das ist ein anderer Weg. Aber Sie sagen auch im Ergebnis, die Belastungen der Bürgerinnen und Bürger und der Kommunen sind so hoch. Wir müssen helfen. Sie wollen die gleiche Summe. Und deswegen hat die FDP ihre Auffassung geändert. Das ist, finde ich legitim. Jetzt liegt es an CDU und Grünen. Kollege Bellino, sind Sie noch mal ein bisschen entspannt, gucken Sie nicht so verbissen und böse, weil wir haben noch zwei Tage Plenum vor uns, Herr Kollege Bellino. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie können am Donnerstag, falls Sie denn eine Mehrheit haben, Sie können am Donnerstag, falls Sie denn eine Mehrheit zustande bringen, den Gesetzentwurf ablehnen. Und ich sage Ihnen auch jetzt schon, wir werden das in namentlicher Abstimmung machen, damit insbesondere auch die CDU-Vertreter vor Ort von den Bürgerinnen und Bürgern gefragt werden, wie habt ihr eigentlich gestimmt? Weil das lassen wir Ihnen nicht mehr durchgehen, die Heuchelei zu sagen vor Ort, ja, wir sind ja eigentlich dafür, aber in Wiesbaden können wir nicht anders. Nein, im Ergebnis sind Straßenausbaubeiträge, Straßenbeiträge ungerecht. Sie belasten die Bürger enorm. Sie spalten die Bürgerschaft, und es gibt eine Alternative. Sie können abgeschafft werden, und 60 Millionen € sind darstellbar in einem Landeshaushalt von fast 30 Milliarden €. Das war, ist und bleibt die Auffassung der SPD-Fraktion, solange bis diese Beiträge abgeschafft werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Abgeordneter Rudolph. Nächster Redner für die Landesregierung ist Herr Staatsminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Hessische Landesregierung lehnt den Gesetzentwurf der AfD ab. Aus Sicht der Landesregierung enthält der vom Hessischen Landtag oder das vom Hessischen Landtag am 24. Mai 2018 beschlossene Gesetz zur Neuregelung der Erhebung von Straßenausbaubeiträgen die geeigneten Regelungen, die Interessen der Bürgerinnen und Bürger, die Interessen der Städte und Gemeinden ordentlich auszugleichen. Meine Damen und Herren, es ist in der Tat so, Herr Kollege Rudolph, Sie haben uns zitiert. Ich teile diese Auffassung nach wie vor. Es gibt nichts Kommunaleres als kommunale Straßen. Und deswegen ist es richtig, dass wir den Kommunen überlassen, über diese Frage der Straßenausbaubeiträge zu entscheiden. Und meine Damen und Herren, es wird ja nicht bestritten, sondern im Gegenteil. Es wird die Möglichkeit eröffnet, dass Straßenausbaubeiträge abgeschafft werden können. Und in der Tat ist es ja auch so, dass über 100 Kommunen in diesem Lande bereits davon Gebrauch gemacht haben. Also, meine Damen und Herren, es ist am Ende eine Gesetzeslage, die wir haben, die mehr zur Stärkung der Selbstbestimmung der Kommunen beigetragen hat. Wir haben den Kommunen die Möglichkeit eröffnet, selbst in eigener Verantwortung darüber zu entscheiden, ob sie Straßenausbaubeiträge oder in welcher Höhe sie Straßenausbaubeiträge erheben. Dieser Gesetzentwurf hat schon Gesetzeskraft seit Mai 2018, und nach Auffassung der Hessischen Landesregierung kann es dabei bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Damit sind wir am Ende der ersten Lesung angelangt, und wir überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Innenausschuss. Das findet so Zustimmung. Ich bedanke mich.